Das Bistum Gurk geht auf eine Stiftung der Hämmer von Gurk zurück. Der Legende nach war sie mit Kaiser Heinrich II. Verwandt, an dessen Hof erfolgte ihre Erziehung. Sie wurde mit Graf Wilhelm von Friesach vermählt. Ihre Söhne Wilhelm und Hartwig wurden erschlagen. Ehemann Wilhelm starb auf der Rückreise von einer Wallfahrt nach Rom. Die Witwe setzte ihren reichen Besitz für die Stiftung von Klöstern in Gurk und Admont ein. Sie starb um 1045 nach einem heiligenmäßigen Leben. Hämmers Verehrung als Selige setzte bald ein, eine Heiligsprechung zog sich allerdings bis 1938 hin. Das Gurker Damenstift währte nur kurz. 1072 wurde es vom Salzburger Erzbischof aufgelöst und damit das neu geschaffene Bistum Gurk dotiert. Die großteils in den Alpen gelegene Erzdiözese war von Salzburg aus nur schwer zu verwalten. Schon im Frühmittelalter gab es daher in Karantanien einen eigenen Chorbischof ohne festen Sitz. Als diese Institution abgeschafft wurde, fand sich eine kreative Lösung. Es sollte ein Eigenbischof als Stellvertreter des Erzbischofs agieren. Der Bischof von Gurk war völlig von Salzburg abhängig. Er hatte anfangs nicht einmal eine eigene Diözese und schon gar kein Domkapitel. Die Konstruktion war so eigenartig, dass Unabhängigkeitsbestrebungen des Gurker Bischofs rasch Anerkennung fanden. Bereits 1131 wurde eine kleine Diözese zugewiesen, ab 1140 erfolgte die Errichtung einer Kathedrale. 1174 wurde das Hämmergrab in die Krypta verlegt. Die Weihe des Hochaltars erfolgte 1200, 1220 dürfte der Bau abgeschlossen worden sein. Der Dom zu Gurk ist ein großartiges Beispiel für romanische Kunst. Das zeigt sich zum Beispiel auf der Südseite mit einem Portal aus der Zeit um 1140-50 und den drei Apsiden auf der Ostseite. Sie dürften um 1175 fertiggestellt worden sein. Über dem Rundbogenfenster der Hauptapsis befindet sich ein Relief, das den Kampf eines Löwen gegen einen Basilisken, also Gut gegen Böse, darstellt. Die Krypta im unteren Teil der Apsis misst etwa 20 x 20 Meter und wird von 100 Säulen getragen. Im Südosten befindet sich das Grab der Hämmer, das auf Menschenköpfen ruht. Die Romanik kommt besonders auch im inneren Westportal zur Geltung. Es stammt aus der Zeit um 1200 und ist siebenstufig. Die hölzernen Reliefs auf der Tür stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Darüber befindet sich die mit romanischen Fresken ausgestattete Bischofskapelle. Weitere Kunstwerke stammen aus der Gotik. Schon im Spätmittelalter wurde die äußere Vorhalle mit einer eigenen Tür versehen und mit Fresken ausgeschmückt. Die Biblia Pauperum stellt Szenen aus dem Alten dem Neuen Testament gegenüber. Gotische Fresken befinden sich noch auf der Südwand des Querhauses. Das Sakristeiportal stammt aus 1450. Erwähnenswert sind noch die 6 Reliefs aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie geben Situationen im Leben Hämmers von Gurk wieder. Der Großteil der restlichen Ausstattung stammt aus dem Barock. Der Gurker Dom ist bis heute Konkathedrale des Bischofs von Gurk und damit ein geistliches Zentrum in Kärnten. Die Bedeutung für die katholische Kirche in Kärnten drückt sich auch in der Verlegung des Diözesanmuseums nach Gurk im Jahr 2014 aus.